Bonjour et bienvenue. Wir sind wieder bei Assassin's Creed Unity. Und zwar geht es heute weiter mit der Erbmission Chermont. Jetzt fehlt es mir wieder ein, der Weise ist das ja. Ha, das ist nur sein richtiger Name. Wie war ich da letztes Mal so ein bisschen auf dem Schlauch? Ich weiß auch nicht warum. Wir haben noch eine Companion-App-Truhe aufgemacht und da drin gibt es noch eine normale Truhe, aber die ist wahrscheinlich wieder in unerreichbaren Höhen. Deswegen machen wir uns jetzt gerade direkterwegs hier hin. Oder auch nicht direkterwegs, sondern müssen erstmal da um das Gebäude rumlaufen. So, wir sind jetzt hier am Palais du Luxembourg oder so heißt das Ding. Und wir wollen natürlich nicht auffallen schon direkt vorher, sondern erst, wenn wir Stress machen. Die Flucht. Hier, Marie Legresque ist nun tot. Es ist nun das Zeit für das. Es ist dann eine Zeit für das Treffen mit Elise und die Flucht aus der Gegend. Na dann, spielen wir. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung. Renn! Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können, fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Hab die Seile! Ich decke dich! Oh je! Okay, das heißt, es geht hier also per Luftfahrt weiter. Und interessant, ob wir das spielen dürfen überhaupt. So. Wir könnten ja eigentlich auch einfach alle erledigen und müssten gar nicht fliehen, aber gut. Na, Kappen. Und auf der nächsten Seite auch. Erstmal kämpfen, dann können wir kappen. Schieß doch nicht gleich auf uns, wir haben nichts getan. Vorsicht! Nix Vorsicht, das nächste kappen. Und noch eins. Nur noch eins! Ja, nur noch eins. Zack! Was geht denn in den Fall? Ich komm zu dir! Warte da! Ich gehe sicher nicht weg! Okay. Der Magier, ja, Schritt halten, nicht den Boden berühren, okay? Ja, wo dann? Haben wir den Boden ja eigentlich schon berührt? Es ist wirklich schön hier oben. Das solltest du sehen. Was super. Der Wind wird stärker. Beeil dich. Ja. Ich renn doch schon. Hast du dir eigentlich schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Ach, nach unten geht es meist von allein. Unrecht hat sie damit nicht. Ich hoffe, du hast einen Plan. Zählt zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt, auch? Lass sie! Renn schon! Wir verlieren sie! Hängt euch mal an! Mit denen komme ich klar. Lauf du weiter! Ich mache ich. Lauf du weiter! Mache ich. Aber ich halte schon nicht mehr Schritt, glaube ich, gleich. Vor allem nicht, wenn wir hier auf den Dächern bleiben müssen. Wow. Lass sie! Ich lass sie doch. Holen wir da irgendwann auch wieder ein? Renn doch da hoch! Lass sie! Oh, Elise. Ach du meine Güte! Ein fliegender Korb, wie befremdlich!
Ein fliegender Korb, wie befremdlich. Für unser Eins ist das heute nichts Besonderes mehr. Okay, da geht's auf die Kirche. Da oben an dem Kirchturm. Das Seil hat sich verfangen! Du da, halt! Halt dich gut fest! Komm da runter! Stopp! So, kappen und mitfliegen am besten, ne? Wow. Arno! Geht es dir gut? Arno! Alles gut! Sie auf! Und weiter geht's. Auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Hier, ist eine lange Geschichte. Na, erstmal hinterher und dann können wir uns immer noch in Ruhe unterhalten. Ich renn doch schon. Hey! Oh, pardon, Monsieur. Und wenn man durch, so ohne aus durch. Wir kennen es ja nicht anders. Ich kann ihn nicht bremsen! Oh Gott, nicht so schnell, Elise! Beeilung! Ich renn doch schon! Zielen! Lass sie nicht entkommen! Zielen! Kommst du nun oder nicht? Oh Gott, ich renn doch schon, Süße. Nachladen! Arno! Ich kann ihn nicht bremsen! So, jetzt haben wir aber doch gleich hier. Wir erreichen gleich den Fluss! Schneller! Ich komme! Nochmal! Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise, ich... Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Schnief. Wie romantisch. Wie romantisch. So eine schöne Flucht. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Tja, und da sind wir wieder gelandet.
Das ist wie du. Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Das sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Jaha, neue Fähigkeiten, endlich. Können wir doch gleich mal gucken, weil ich nämlich gerne endlich Schlosskacken 3 hätte, obwohl wir es eigentlich mittlerweile fast schon ohne schaffen würden hier. Ich kauf's aber trotzdem, Schlossknackmeister. So. Und dickeres Fell wäre natürlich auch eine Überlegung wert. Noch einmal. Zumindest hier das dickste Fell nicht. Und die 15 hebe ich mir dann auf, falls wir da mal wieder irgendwas brauchen während der Mission. So. Das dickste Fell. Jetzt gibt es hier noch das Eisenfell. Aber wie gesagt, das heben wir erst nochmal auf. Weil wer weiß, ob wir hier im Fernkampf... Da wahrscheinlich eher nicht, oder? Verbesserte Phantomklingen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Kann diese ohne Nadeln zweimal abgefeuert werden? Auch im Nahkampf, auch das, da sind ja auch Sachen dabei, die wir auch noch nicht haben. Deswegen hebe ich die 15 jetzt erstmal auf. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Wahrscheinlich töten wir ihn sogar selber. So, das leckt leider so ein bisschen bei mir, es tut mir leid. Den Dieb kriegen wir aber trotzdem, trotz Leckerei. Komm her. Oder auch nicht. Tschack. So. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir die Sequenz 9 jetzt eigentlich damit abgeschlossen? Ja, ne? Ja, tatsächlich, die Sequenz 9 haben wir damit abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, ob es mit der Sequenz 10 gleich total losgeht oder ob es sich, dachte ich, das noch, das könnte ich eigentlich jetzt heute auch noch machen. Hier oben ist Sequenz 10. Ich würde aber gerne vorher noch hier oben, ihr seht es nochmal, so eine von diesen Nomad-Missionen machen. Und deswegen mache ich jetzt mal da eine Schnellreise erstmal hin. So, da sind wir auch schon. Und runter in den Heuhaufen. Bin natürlich wieder ein bisschen planlos. Hier oben ist die. Wow. Bis wir das gemacht haben, hat sich der PC auch schon wieder vielleicht ein bisschen erholt und möchte nicht mehr streiken, so wie es aussieht, ne? Und dann kann man nämlich doch nochmal, vielleicht mal in die Sequenz 10 zumindest reingucken. So die erste kleine Mission machen. Vielleicht geht die dann auch wieder länger. Wenn wir es auch schaffen, bei den Nebenmissionen Überlängenfolgen zu machen, dann können wir das auch bei den Hauptmissionen erst recht, oder? Also sind wenigstens ein bisschen spannender. So, die Befreiung der Frau. Und da sollen wir auch wieder nur ein Ziel eliminieren. Und da liegt auf dem Ziel noch ein anderes Ziel, dass es eliminiert werden soll. So. Ja, Gott. In der letzten Mission mussten wir ja fast nichts tun. Das war ja hauptsächlich auch Cutscene so. Aber sehr schön auf jeden Fall. So Paris auch von oben. Und ach Gott, die zwei sind schon so süß irgendwie, ne? Also, kann man gar nichts anderes sagen. Jetzt muss aber da nochmal irgendwas passieren wahrscheinlich, dass es wieder so ein bisschen bergab geht. Und ich rede schon wieder zu viel und spiele zu wenig. Hier lang, hier hoch. Okay, hier nicht hoch. Wenn du nicht willst, will ich auch nicht und so, ne? Also, ja, da hinten. Hätte ich gar nicht... Oh, der wurde von den anderen schon getötet. Na dann, so what, beschwere ich mich nicht. So, jetzt aber, ich mache jetzt trotzdem auch hier runter nochmal eine Schnellreise. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass wir dann schon wieder 40, 50 Minuten spielen. Und ich muss ja gestehen... Ich habe meine Festplatte wieder voll bekommen. Ja, das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt zu lange spiele, habe ich ein kleines Problemchen.
Also zumindest muss ich dann nochmal gucken, dass ich zwischendurch nicht wieder irgendwie aus Versehen was nicht aufnehme. Was mir jetzt ja schon passiert ist. In der Regel immer nicht so problematisch, aber es ist trotzdem irgendwie ärgerlich. Also, so. Guck mal, wie leer Paris schon ist, wie viel wir schon eingesammelt haben. Es kommt fast nichts mehr so auf den, es ploppt nicht mehr so viel auf. Gerade hier so in der Ecke. Waren schon sehr, sehr fleißig. Auf jeden Fall. Natürlich auch ein bisschen schade, weil dann gibt es auf diesen langen Laufwegen auch irgendwie viel zu wenig zu tun. Aber so rum ist es mir natürlich lieber, als wenn ich dann später danach, ihr habt es ja vielleicht, wenn ihr Black Flag gesehen habt, ihr habt es ja gesehen, ich bin, hab danach nach den Hauptmissionen noch gut 15 Folgen gebracht, wo ich nur Gegenstände eingesammelt habe und das ist halt leider so ein bisschen. Oh, das überleben wir nicht. Was habe ich gesagt? Das überleben wir nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Naja, folgen jedenfalls, wo es nur Truhen gibt. Aber jetzt sind wir ja direkt hier dran. Wir können zumindest schon mal reinschnuppern in die 10. Sequenz, was uns da erwartet, wen wir töten müssen. Eine Einladung zum Abendessen. Ha, und da gibt es die legendäre Phantom-Kniehose. Louis-Michel Pelletier, ein Abgeordneter des Nationalevents, ist Teil von Chermont's Plan. Findet heraus, was er weiß und tötet ihn. Okay, da soll man tatsächlich auch wieder töten. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung? Louis-Michel Le Pelletier, was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier? Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden können. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Einlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Tallien. So, wir sollen das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Einmalige Attentate. 1, 14 Zugänge, 17 Verstecke und 69 Wachen. Und wie schön sie denn diesen nackten Hintern eingeteilt haben. Während sie den Marquis de Sade dargestellt haben. Herrlich, einfach nur herrlich. Gibt es schon die erste Möglichkeit zu dem Doppelattentat. So. Infiltrationsgelegenheit und Attentatgelegenheit gibt es halt auch, ne? So.
Brauchen wir noch Grobiane für Berserkerpfeile? Ich weiß nicht, ob ich mir jetzt schon wieder zu viel aufgehalst habe und es doch wieder Überlänge gibt, aber das ist ja nicht so schlimm. So. Immer klettere ich gerne von oben in sowas rein, aber vielleicht war das in dem Fall nicht die beste Idee. Da oben ist auf jeden Fall ein Grobian. Das heißt, wir sollten hier auch mal schnell unser Berserkerklingen anwählen. Das war aber keiner, oder? Doch. Kommt da manchmal ein bisschen durcheinander. So, nein, das war keiner. Das ist schlecht. Weil wir haben ja nur begrenzt Anzahl an Berserkern. Schützens ist es auf jeden Fall nicht. Du entkommst nicht, du Made. Da bist du ja. Müssen wir halt vielleicht eventuell nochmal einkaufen gehen. Aber vorher gucke ich hier natürlich noch ein bisschen. So. Wolle. Geld. Nichts, was wir brauchen können. So. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Wow. Dann lasst uns mal hier ein bisschen rein. Ich weiß auch nicht ganz, wo wir jetzt am besten gucken sollten. Ach, es gibt hier diese Ablenkungsmethode auch noch. So, der da hinten ist doch ein Grobian, oder? Oh, das habe ich ja eben schon gedacht, aber diesmal bin ich richtig. Muss ja nicht heißen, dass es uns gleich was bringt. So. Nicht so wirklich jedenfalls. Aber es geht ja jetzt auch erstmal, es geht mir jetzt erstmal darum, dass ich das tatsächlich gelöst bekomme mit den Herausforderungen wie immer und dann. Und dann kann man immer noch mal Berserker-Dinger trotzdem verwenden. Jetzt wäre natürlich hier gerade gegenüber, wenn ich jetzt hier keine finde. Ich habe einen gefunden, ne? So wie es aussieht. Hier wäre nämlich jetzt gerade gegenüber noch mal ein Händler. Was ich natürlich entsprechend anbieten würde, ja. Da gibt es hier erstmal oben noch mal, wenn wir ganz hoch gehen, vielleicht die Möglichkeit, dass wir in diesen Heuwagen springen. Oh, ich glaube, das wird eine Doppelfolge. Ich sehe das schon kommen. Das dauert schon so lange. Tschiu. Willst du meine Runden vergiften? Pardon, Mitra? Dieser Wein ist mit Bleizucker gestreckt. Ein Glas davon und du. Ich weiß nicht wovon. Ich mache das hier jetzt seit 30 Jahren, Jungchen. Ich glaube, ich weiß, wie gestreckter Wein schmeckt. Ich habe hier Weine wert von 50 Lire. Was soll ich denn damit tun? Dann verkaufe es als Salbe gegen wunde Mittel, ist mir egal. Ich nehme dir sicher keinen Tropfen davon ab. Versucht meine Gäste zu vergiften. Pardon. Kann ich jetzt nicht mal was stehlen? Oh, jetzt hast du kalte Füße gekriegt. Komm her, ich erledige den Rest. Er ist weit weg, aber der nervt trotzdem bestialisch. Die zwei, die machen hier so die Runde. Die könnten wir eigentlich Doppelatten töten. Da ist noch ein Grobian. Na, dann mischen wir die Menge doch mal auf hier. So. Wow. Das hier, jetzt gibt es jetzt keinen Attentat mehr erstmal. Wir kämpfen aber schon besser hinbekommen mittlerweile. Wow, und zwischendurch heilen nicht vergessen. Weil die werden ja auch besser, nicht nur wir. Jetzt können wir auch gleich nochmal den Wein stehlen. Wow. Diese Blendgranaten sind gar nicht so unübel. Ist das nicht der Berserker-Typ hier? Kann er nicht mal seine eigenen Leute angreifen? Wow.
Und auch immer mit diesem hohen Ton. Ich weiß nicht, ob ihr das raushören könnt. Das ist ganz schön furchtbar so. So. Chang. Auch jetzt komm. Er braucht doch nicht mehr so viel. Jetzt sind wir hier gleich den ganzen Innenhof ausgerottet. Das war so auch nicht gedacht eigentlich. Und ich würde auch gern wissen noch, wo diese andere Frau ist. Ob das zählt jetzt eigentlich zu den Herausforderungen, dass wir das nehmen, oder ist das einfach nur eine Hilfe? Ich weiß das immer noch nicht genau. Und bisher habe ich es ja jedes Mal gemacht tatsächlich. So, und jetzt können wir hier mal stehlen. Das kann mir noch nicht nützlich sein. Genau, weil ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, wozu ich das brauche. So. Giftattentat verfügbar. Da hinten ist jedenfalls das andere. Hier könnten wir jedenfalls nochmal unser Doppelattentat machen, ne? Jaha. So sieht's nämlich aus. Und hier vielleicht auch nochmal. Na doch nicht. Sagen wir mal, unser Ziel ist nicht hier auf der Ebene, weil attentatsmäßig geht dann da ja gar nichts. Also wir können jetzt ein Giftattentat an ihm ausführen beim Essen oder so. Ah, Mann, das nervt so. Guck mal, ich kann das auch mit den Rauchbomben, was ihr könnt. Kann ich schon lange. Na gut, die haben die anderen Bomben benutzt. Aber die könnte ich auch machen. Hab sie nur gerade nicht griffbereit. So. Und jetzt sagt mir hier mal, wo ich denn das Gift... muss ich da hoch, okay. So. Oh, da sind auch Wachen davor. Ich sage euch. Die Amerikaner werden uns beistehen. Der ist hier irgendwo. Wir könnten sie nicht. Wir werfen das Joch der Tyrannei ab. Genau wie sie. Das Joch. Hier stimmt etwas nicht. Ich höre keine Geräusche. Ober? Jetzt hätten wir ein Giftattentat machen können, aber... Na gut, dann probieren wir das jetzt halt mal raus, wenn wir das mit den extra Sachen nicht können. Oder nicht machen. Ob das dann... Das ist nicht so schön, ich weiß. Aber ob das quasi... Trotzdem... Wo ist der denn? Der rennt jetzt weg, ne? Da. Ob wir dann trotzdem die 100% kriegen oder ob das relevant ist, ne? So. Und jetzt... Der König ist nichts als ein krimineller Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung. Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. So, er hat zumindest dem Weißen ordentlich gedient, wie ich das verstehe. Kann ich hier vielleicht... Darf ich hier raus? Nee, irgendwie nicht, ne? Boah, Himmel. Ja, jetzt ist doch ein bisschen viel los gerade. Und da hier jemand im Weg rumsteht, kann ich da auch nicht durch. Na gut. Dann halt... auf der anderen Seite auch nicht. Aber hier sieht es doch aus, als ob es offen wäre. Jaha. Und jetzt aber weg hier. Oh.
Aber wir sind ja schon fast weg hier. Fast weg. Jetzt habe ich noch einen Mord in dieser Folge begangen. Ohne wäre doch auch irgendwie uncool, oder? Hauptmission ohne Mord. Jetzt schaue ich mal, ob das mit den Herausforderungen geklappt hat. Wenn nicht, muss ich es nämlich gleich nochmal machen. Hey. So. Nein, zählt nicht dazu. Das heißt, wir haben alle Herausforderungen gemacht und wir haben unsere legendäre Phantomkniehose bekommen. So, die können wir auch uns gleich angucken, wenn wir hier noch ein paar Verbrecher getötet haben. Schöne ist ja, das machen ja unsere Freunde mittlerweile fast von sich aus. Das heißt, wir müssen eigentlich nur daneben stehen. So. Aber wir gucken doch jetzt nochmal hier Charakteranpassung, Ausrüstung, Ausstattung, Taille, Beine. Wir haben nämlich Hose, haben wir ja noch ganz alt die Hand gemacht, eine mittelalterliche Kniehose. Und wir haben mittlerweile schon so viel Besseres, was wir sogar besitzen, nämlich hier die legendäre Phantomkniehose. Die können wir auch direkt anrüsten, ausrüsten. Ich werde es jetzt aber nicht aufbessern, weil vielleicht kriegen wir da jetzt auch demnächst nochmal eine bessere, wenn ich mir das so angucke. Wobei, Fallschaden, Fallgeräusch. Da ist sie schon Laufgeräusche, Gesundheit. Fallschaden, Fallgeräusch. Der ist sie jetzt, sehe ich, gar nicht so viel schlechter oder so, ne? Also 10, 41, na gut. Fallgeräusche, Laufgeräusche, bla. Ja, gefällt mir die eigentlich, die wir jetzt haben, schon ziemlich gut. Also verbessere ich sie doch nochmal. Und ja, damit war es das dann auch schon mit Blick auf Arnauds Hose. Nein, wenn auf die Gesamtstatur oder eben auf die Stadt, beende ich dann auch diese Folge. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten auch wieder mit von der Partie. Dann wird es, wie gesagt, wird's wieder ruhiger werden. Werde wahrscheinlich wieder... Ich muss mal gucken. Ich würde gerne Nostradamus-Rätsel lösen. Wahrscheinlich werde ich das auch machen. Also sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!